Moinsen! Hier ist Melli von Team Nushu und wir schauen uns heute einen Job aus weiblicher Perspektive an. Und wir finden mal heraus, wer so bei der Bahn arbeitet, warum man vielleicht dort arbeiten sollte oder nicht. Kommt mal mit! Wir sind hier im Silberturm mitten in Frankfurt und neben mir ist die Alex. Alex ist hier HR-Business-Partnerin. Sag mal, seit wann bist du denn bei der Bahn? Seit dem 1.2. diesen Jahres, also auch noch ganz frisch mit am Start. Jetzt aus meiner Startup-Welt, wir müssen Prozesse erstmal aufbauen. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, für alles schon irgendwie eine Agenda zu haben. Warst du schon immer ein Konzerni, oder? Nee, gar nicht. Ich krieg den Job. Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich? Viele. Es kommt darauf an, wo du hin möchtest. Das heißt, recht früh setzt man sich schon mit jemandem zusammen und schmiedet Entwicklungspläne. Und da wird nicht entsprechend vorgegeben, jetzt musst du die und die Steps erfüllen, damit du das Ziel erreichen kannst, sondern vielmehr geht es darum, mit Fragen reinzugehen und denjenigen herauszukitzeln, wo will er sich denn gerne hinentwickeln. Mittlerweile sind wir im 31. Stock angekommen. Wir arbeiten uns nach oben, da wo wir natürlich auch hinwollen alle. Christina und Julia, freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ihr sucht die Verstärkung. Wie sieht die perfekte Kandidatin, der perfekte Kandidat aus? Also unser Geschäft ist ganz stark auf Wachstum ausgerichtet und wir haben auch das Ziel, uns zu vergrößern. Und da suchen wir junge, motivierte Beraterinnen auch sehr gerne, die einfach Bock haben und wirklich für das Thema brennen. Was sind denn sozusagen die fachlichen Skills, die man mitbringen sollte auf die Position? Im Idealfall hat die Bewerberin schon Erfahrung in der Unternehmensberatung, auch Führungsqualifikationen. Wie läuft so ein Tag bei dir ab, so ein ganz klassischer oder eine klassische Woche? Total unterschiedlich, das richte ich nach meinen Kunden aus. Das heißt, ich komme erstmal neu rein, lerne die Struktur kennen, die Organisation, die Menschen, die da vor Ort arbeiten und versuche zu verstehen, was bewegt diese Menschen, um dann Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Weiterentwicklung ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Was für Möglichkeiten gibt es denn? Es gibt einen Haufen von verschiedensten Arten von Workshops, aber auch Trainings, an denen man teilnehmen kann. Das heißt aber auch, das ist wichtig in einem Konzern, ein Netzwerk aufbauen und dieses Netzwerk pflegen und auch nutzen. Was versteht ihr unter Transformation? Wenn ich das Wort höre, ist es für mich immer erstmal eine Definition unseres internen Prozesses, dass wir unsere Arbeitsweise innerhalb der DB Sustell eben komplett auf den Kopf gestellt haben. Jetzt hat jeder auch Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie er seine Zukunft gestalten möchte. Und dann wurde eben beschlossen, gemeinschaftlich, dass man die Hierarchie abschafft und die klassische Linienorganisation einmal auf den Kopf stellt und eben in einer Netzwerkorganisation arbeiten möchte. Dann ist aber auch ganz viel Eigenverantwortung in das Team gelegt worden und auch Führungsaufgaben. Die geben den Urlaub gegenseitig frei, die sind für ihre fachliche Ausbildung zuständig, die sind auch erster Ansprechpartner Richtung Beschwerdemanagement. Und das ist total spannend, jeder Mitarbeiter da eben ganz viel Verantwortung hat hier bei uns. Ne? Wie weit seid ihr schon in diesem Transformationsprozess? Es gibt ja eigentlich nie ein Ende. Wir gucken eben, dass wir fachlich sinnvolle Teams auch bilden, mit Strukturen, die auch nachhaltig wirken können. Herausfordernd, ja, auf jeden Fall. Aber eben auch total spannend und eine Riesenchance für neue Kollegen auch, sich da sofort Eigeninitiativ mit einzubringen. Wo steht das Unternehmen denn gerade, was Frauen in Führung anbelangt? Weißt du das? Also wir haben eine Führungsquote von 20% im Konzern und wir arbeiten gerade an neuen Zielvorgaben. Die sind natürlich stark ambitioniert. Aber auf einem guten Weg dahin. Auf jeden Fall, ja. Gut, wer mit diesen super sympathischen beiden Frauen zusammenarbeiten möchte, der sollte sich bewerben. Und zwar am besten online. Wir stehen natürlich vom Team Nushu auch jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung, sollte es Rückfragen geben. Top Job. Ich lerne jeden Tag so viel Neues kennen und darf so viel erleben. Und ja, ich glaube, hier ist auch ganz schön viel Platz und Raum für Menschen, die was erleben und ja auch rocken wollen. Und falls euch das Ganze interessiert, dann wendet euch an die Bahn, an uns, an die Frauen, die ihr heute kennengelernt habt, über den Nushu Job Movie. Und ja, lasst uns einfach gemeinsam die Wirtschaft weiblicher machen. Tschüss, tschüss.